Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein weiteres Artbook. Dieses Mal gibt es wieder ein kleines Artbook und zwar das von Final Fantasy 7 Remake. Das war bei der Deluxe Edition dabei. Die machen das ja immer, dass die da so ein kleines Artbook mit reinmachen. Vorne haben wir den Cloud, hinten haben wir schwarz, das heißt kein zusammenhängendes Bild. So, wir schauen mal rein, es ist Hardcover und es hat ganz coole Illustrationen. Wir gehen die einfach alle mal durch. Hier haben wir natürlich so eine Konstruktion für Midgar. Wir befinden uns natürlich nur in Midgar. Hier sieht man es auch, Charaktere, Beschwörungen, Gegner, Gebäude, würde ich jetzt sagen, und natürlich die Gadgets und die Technik. So, hier haben wir ein kleines Vorwort drin. Noch einmal dazu, wie es war, als es vor vielen, vielen Jahren das erste Mal ja, herausgebracht wurde und was es für ein Impact hatte und auch wie die ganze CGI-Technologie von Final Fantasy 7 und vom Remake jetzt umgesetzt wurde. Nochmal in Japanisch und in Englisch. Sieht ein bisschen aus wie so eine Actionfigur hier gerade. Dann starten wir schon rein zu Cloud Strife. Wir haben ihn hier einmal in normal, in klein und sogar als Forge. Das hatten wir tatsächlich auch schon im Remake. Ich habe irgendwie gedacht, das kam nur bei Rebirth dazu. Aber scheinbar gab es das auch schon im Remake, dass man da zum Frosch wurde. Hier haben wir die gute Aerith. Jetzt natürlich ein paar andere Formen noch. Ihr Frosch sieht auch wirklich sehr süß aus. Dann haben wir hier die Tifa. Irgendwie kriegen die jetzt alle mehr Form. Der Barret, der hat nur eine Froschform. Das fand ich auch so cool, als das auf der E3 erstmalig angekündigt wurde. Da muss ich direkt flennen, ey. Also weil die anderen alle so, ja, so davon ergriffen waren, dass es endlich geremaked wird. Ja, der Batch, der Katzenliebhaber, die gute Jessie, die eindeutig was vom Cloud wollte. Und der Bix. Ach ja, die Mal und der Zangan. Die kennt natürlich alle, wenn man das Remake gespielt hat. Hier mal Sephiroth. Hier, Roche. Da wird doch bei uns, ist das doch Loche. Haben sie es hier wieder einfach so gemacht, dass die aus dem R ein L gemacht haben? Oder aus dem L ein R? Also bei uns hieß der doch Loche. Also mit Doppel-O sogar. Das ist der doch, oder? Ja, das ist der, eindeutig. Ja, dann haben wir einen normalen Shinra-Offizier. Und noch eine dritte Klasse, Soldier. Hier haben wir natürlich Rufus Shinra, die gute Scarlet, Zeng. Das fand ich auch so komisch. Zeng? Ich glaube, bei Rebirth sagen die Zong. Das finde ich auch sehr seltsam. Reno. So, hier haben wir Hojo, den guten Reef Domino. An den kann ich mich nicht so richtig erinnern. Palmer natürlich, Leslie Kyle. Hier haben wir die Alleskönnerin, die zukünftige. Dann natürlich Don Corneo, wieso haben manche sie so kleine Chibi-Figuren? Das habe ich auch vergessen. Ich habe das noch vor dem Kanal gespielt. Ihr findet auf dem Kanal nur das DLC mit der Yuffie. So, dann kommen wir nämlich hier dazu. Das fand ich immer voll süß. Ich glaube, das gab es, das und den Kaktor gab es beide als Vorbestellerzusatz. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich habe ihn, glaube ich, nur einmal genommen, den dicken Chocobo. Und dann haben wir natürlich die hübsche Shiva und Ifrit. Gehört natürlich immer dazu. Dann Leviathan und Bahamut. Und hier kommen wir nun schon zu den Shinra-Maschinchen, die einem auf die Nerven gegangen sind. Natürlich immer ganz gut mit Blitz kommt man dagegen an. Die sind saunervig und sauschnell. Die Dinger sind, finde ich, auch voll kacke, weil die immer so schnell hin und her fahren. So, dann haben wir hier die Features. Die Features of Final Fantasy VII Remake. Das ist ja süß. Schon irgendwie süß. Was mich halt so gewundert hat, dass wir jetzt bei Rebirth auch noch den Ramu haben. Den haben wir ja hier gar nicht gehabt als beschwörungsmäßiges Biestchen. So, dann haben wir hier verschiedenste weitere Monster. Und hier haben wir natürlich das Himmelsunheil Genova. Ich finde es immer noch krass, wie die Dame designt wurde. Einfach mit einem Herz da unten dran. So, und nun kommen wir schon zu den Bauwerken. Ich fand, Midgar war eine, ist oder ist eine unfassbar interessante Stadt. Also wirklich,
unter der Platte wie auch auf der Platte, auch wie da die Architektur ist und wie das einfach mit diesen ganzen Reaktoren drumherum beleuchtet wird praktisch. Hier mal die Kirche, wo die gute Aerys treffen. Das fand ich auch komisch. Wieso haben sie das Treffen genauso gemacht wie beim Sekt? So, hier. Sektor 7 müssen. Nee, Sektor 5 ist das. Sektor 5 Slums. Steht hier unten in der Ecke. Wie das alles zusammengebastelt ist. So, hier mal im. Da habe ich mir mal vorgestellt, wie es wäre, hier zu arbeiten. Natürlich im Shinra-Gebäude. So, und dann haben wir nun hier einige Gadgets. Das ist natürlich ein Fernzünder, das kennt man ja, sieht aus wie Mine. Ach ja, Schockmine, Fernzünder. Das sind auch Minen. Die Muckbombe. Ein Kanister. So, ein paar Schusswaffen. Und jetzt haben wir hier die Schwerter vom guten Cloud. Ich muss sagen, ich habe das Remake komplett mit dem Panzerschwert durchgespielt. Das hat für mich irgendwie am besten funktioniert und ich fand die Werte immer am besten. Deswegen habe ich da gar nichts anderes gemacht. Also wenn ich irgendwas finde, was funktioniert, dann wechsle ich das gar nicht. Ich habe mal ein Video geguckt, dass es wohl voll doof ist, wenn man das Panzerschwert am Ende hat. Und da hat irgendwie einer gesagt, ja, weil man das für den Style hat oder so. Also ich kam mit dem Panzerschwert super klar. Also ich habe das auch halt auf normal gespielt gehabt. Ich habe damit überhaupt keine Probleme gehabt. So, hier mal Barrett seine Waffen. Da muss ich mal gerade einhaken. Warum sind die alle schwarz? Beim Reapers haben wir irgendwie farbenfrohe. Das fand ich cool. Hatte ich das? Weiß ich gar nicht genau. So, dann haben wir hier natürlich Aerys ihre Stäbchen. Da habe ich den einen nicht gehabt. Da gab es ja so einen Bosskampf, da konnte man einen holen. Den habe ich dann beim Stehlen vergessen. Hier mal tiefer ihre Handschüchen. Und dann haben wir hier Chocobo-Wagen, ja, und die Shinra-Autos. Ja, der Loche kam immer mit sowas, mit so einem Motorrad angefahren. Und dann sind wir sind schon durch. Leute, wir sind schon durch. Na gut, es waren jetzt halt nicht so viele Seiten, es ist halt nur ein kleines Artbook, was praktisch dabei war. Deswegen habe ich dafür auch nichts bezahlt und ich fand auch jetzt den Aufpreis für die Deluxe-Edition damals, ich glaube, ich habe 90 € bezahlt oder so, also 89,99. PS4-Spiel 69, also 20 € Aufpreis. Ich glaube, man hatte noch irgendwie einen Soundtrack oder sowas dabei. Also da geht das schon eigentlich voll klar vom Preis her. Ich hole jetzt gleich wieder in die Packung und ja, das war's dann. Ich freue mich schon auf das dritte. Auf das dritte Büchlein. Wenn das dritte Remake praktisch rauskommt, also vom dritten Teil, vom siebten Teil, aber das dritte Spielabschnitt. Bin mal gespannt, was da dabei ist, weil ich habe jetzt noch die von der anderen Deluxe Edition, habe ich auch noch da. Ansonsten, wenn ihr an Final Fantasy interessiert seid, wir haben auf dem Kanal schon, also Crisis Core haben wir auch natürlich gespielt. Dann, wie gesagt, das DLC mit der Yuffie und derzeit läuft ja Rebirth. Ja, schaut da gern rein. Morgen geht es weiter mit einem Lösungsbuch zu einem PS2-Titel, den ich nicht besonders lange gespielt habe, aber ich habe jetzt das Lösungsbuch angeguckt und habe mir gedacht, vielleicht sollte ich es doch mal spielen. Also schaut gerne rein. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund. Vielen Dank an Robert Dark für die Kanalunterstützung und bis morgen.